Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Die Frau am Grill. Ich lasse mir gerade Pizzastrudel Regina schmecken mit selbst gesammelten frischen Waldpilzen. Und ja, mit dieser Szene begrüße ich euch zu einer neuen Folge Die Frau am Grill. Wie ich diesen Pizzastrudel Regina zubereitet habe, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Ich befinde mich jetzt ganz tief im Wald und ich habe schon viele schöne Pilze gefunden. Aber jetzt schaut mal her, diese drei tollen Steinpilze, die nehme ich jetzt natürlich auch noch mit. Sehr schön. Also das gibt was ganz was Feines ich heute. Ich bin wieder zurück und ich bin sehr glücklich. Ich habe tolle Pilze gefunden. Werfen wir doch mal einen kurzen Blick darauf. Ich habe hier Butterpilze. Diese erkennt man an ihrer glänzenden Oberfläche. Man sollte die Haut der Kappe aber allerdings abziehen, erst dann ist er genießbar. Des Weiteren habe ich hier einen, wie heißt er denn? Der Schopftintling, genau. Ein junger Pilz noch, denn später verfärbt sich dieser, wird also seinem Namen Tintling gerecht, öffnet die Kappe. Sieht fast so aus wie der Parasolpilz, da habe ich auch einen gefunden, des Weiteren Rotfußröhrlinge, das sind auch so beliebte Speisepilze und auch die Braunkappen, bekannt unter dem Namen Maronenröhrling, genau. Maronenröhrling deswegen, weil die Kappe an Maronen erinnert. Und ganz besonders meine Steinpilze gefunden. Also ich freue mich wirklich heute auf diesen Pizzastrudel Regina und Regina deswegen, angelehnt an die Pizza Regina. Auf die Pizza Regina kommen Schinken und Champignons. Und als Champignons-Ersatz heute für den Pizzastrudel Regina die frischen Waldpilze. Ich werde mir eine kleine Auswahl zusammenstellen, werde alle Zutaten soweit vorbereiten und dann kann es schon losgehen. Und noch ein wichtiger Hinweis: Sammelt wirklich nur Pilze, die ihr wirklich auch kennt. Also da muss man sich wirklich vorher gut informieren. Es gibt Pilze, die, da ist man ziemlich sicher, aber auch welche, die ganz schwer zu unterscheiden sind von giftigen Pilzen, und da sollte man wirklich vorsichtig sein. So, ich möchte euch noch kurz zeigen, wie ich meine Waldpilze vorbereite bzw. putze. Also mit Wasser würde ich hier nicht herangehen. Man kann sie mit einer Bürste von Dreck hier vom Waldboden befreien oder aber auch mit einem Küchentuch. Ich tupfe sie manchmal nur ab und kratze sie vielleicht etwas ab. Schneide ich einfach ihren Stiel ab und dann sieht man schon, ob schon ein Tier, ein Insekt daran genagt hat oder viele Schnecken darauf waren. Dann entferne ich auch manchmal die Röhren hier. Ja. Oder auch hier hat sich eine Schnecke zu schaffen gemacht. Das schneide ich dann auch etwas raus. Und wenn diese Röhren total durchlöchert sind, dann nehme ich sie auch raus. Auch hier mit den Braunkappen gehe ich so vor. Der sieht ganz gut aus. Hier kann man auch, man muss nichts von der Kappe wegschneiden. Außer es gibt so Stellen, die einem nicht so gefallen. Dann auch wieder den Stiel etwas abschneiden. Die Rotfußröhrlinge, die neigen etwas zum Madenbefall, habe ich zumindest gelesen. Da muss man halt auch ein bisschen aufpassen. Man merkt es dann spätestens, wenn man die Pilze schneidet, ja, ob sie durchfressen sind, zerfressen sind. Aber der sieht richtig gut aus. Und wie gesagt, bei den Butterpilzen ziehe ich die Kappe ab. Und dann wird er genießbar. Gut, ich werde die Pilze jetzt in feine Stücke schneiden, werde sie eben vorher noch gut putzen. Und dann geht es schon weiter.
Gut, ich habe jetzt hier schon mal den Blätterteig. Der soll der Teig für unseren Pizzastrudel sein, zu einem Rechteck ausgerollt. Ich verlinke euch rechts oben ein Video dazu, wie man ganz einfach Blätterteig selber herstellen kann. So, ich habe hier schon mal einiges vorbereitet, und zwar passierte Tomaten. Diese werde ich mit Salz und Pfeffer würzen. Und anschließend gebe ich frisch geschnittenen, fein gehackten Basilikum hinein. Rühre das Ganze unter und bestreiche meinen Blätterteig damit. Gut, jetzt wird belegt, und zwar mit Schinken. Den verteile ich jetzt einfach gut auf den Tomaten oder auf den passierten Tomaten. Nun meine tollen selbst gesammelten Waldpilze, etwas gewürfelten Mozzarella, und nun schlage ich hier die untere Seite etwas nach oben ein, dann die Seiten nach innen, dass mir hier nichts herausläuft. Und ich habe hier noch Eigelb vorbereitet. Dieses dient mir als Kleber, aber hernach auch als Farbgeber, das werdet ihr sehen. Ich werde nämlich den Strudel damit noch bestreichen. So. Und jetzt beginne ich hier zu rollen. So, beim Kleber, beim Eigelb angekommen, ziehe ich ihn jetzt sofort auf etwas Mehl, damit er sich hernach gut lösen lässt. Ich werde ihn mit Eigelb bestreichen, das verleiht ihm hernach eine besonders schöne Farbe nach dem Backen, beziehungsweise nach dem Grillen. Ich wähle heute den Pizzastein. Den habe ich zusammen mit dem Grill auf ca. 200 bis 220 Grad vorgeheizt. Zum Schluss kommt hier noch geriebener Gouda darüber. Der hält jetzt durch das Eigelb auch gut. Dann das Ganze auf den Pizzaheber. Und ab damit auf den Grill. So, ich habe den Grill jetzt auf 200 Grad vorgeheizt. Den Pizzastein habe ich hier in der Mitte platziert, also auf der indirekten Hitze sozusagen. Nur der linke und der rechte Brenner sind an. Minuten sind vergangen, und jetzt lasst uns doch mal hineinschauen. Ja, sehr schön. Etwas Inhalt ist ausgetreten, aber das ist kein Problem. Das ist noch im Rahmen. Ich werde ihn jetzt etwas abkühlen lassen und dann für euch anschneiden und probieren. So, schaut her, der Pizzastrudel ist fertig. Ich bin sehr zufrieden. Es ist zwar etwas Flüssigkeit ausgetreten, aber das war wirklich noch okay und das gehört einfach dazu. Und jetzt werde ich mal für euch anschneiden. Ich habe ihn etwas auskühlen lassen, also er duftet herrlich. Sehr schön. Wunderbar sieht das aus. Hier. Also der Blätterteig ist schön knusprig. Das ist schon, sieht schon richtig knusprig und innen saftig aus. Und mh. Mh.
Schmeckt auch so total lecker. Dieser überbackene Käse ist ein Traum. Der Mozzarella zieht sich schön. Wunderbar. Und die Waldpilze kommen hier richtig schön zur Geltung. Ich würde euch empfehlen, diesen Pizzastrudel Regina unbedingt mal nachzumachen und schaut, streift durch die Wälder und sammelt Pilze und verarbeitet sie zu Pizzastrudel Regina und lasst euch diesen Strudel schmecken. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch mein kleines Video, mein Rezept gefallen hat. Und solltet ihr noch keine Abonnenten sein, dann blende ich euch hier was ein. So sehen wir uns regelmäßig. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren. Und jetzt verabschiede ich mich, eure Frau am Grill. Macht's gut.